Willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Hallo und herzlich willkommen zum Portal 2 Koop zusammen mit dem Sadi. Ja, dann wähle ich mal mein Tier aus. Wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Ja, ist ja gut, GLaDOS. Mal erkennen, oh, gut. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Oh Gott. Wirklich? Okay. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. Blue erhält zuerst ein Portalgerät. Was? Ja, du hast mich eingesammelt. Ein Portalgerät. Endlich. Jedes Portalgerät kann 2 eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Kalibrierung Gewicht Blue. Kalibrierung Gewicht Orange. Keine Abweichung erkannt. Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Geh mal durch, Digga. Guck du mal den Knopf. Brauche auch noch hier einen Würfel. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich erst durch. Kann dann... Gut gefangen, Orange. Den habe ich ja gedrückt. Ging ja der dein Würfel weg. Nee, haha.
Gerichtete Würfel kalibriert. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Ja. Ja. Bitte schön. Muss reinspringen. Super. Endlich. Ich glaubte schon, nie mehr testen zu können. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Schluss jetzt. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter mit den Tests. Ey, gib meinen Kopf wieder her. Aber ich glaube, Sandy, du musst dich ein bisschen lauter machen. Muss ich? Okay, Moment. Weil ich habe dich ja jetzt schon kaum gehört. Ich glaube, dass das in der Aufnahme nicht anders ist. Okay, dann muss ich halt ein bisschen lauter reden. Weißt du, was ich dann eben mache? Wenn du dieses Lied jetzt weiter singst, krieg ich einen Steak. Dies ist das Forschungszentrum für menschliche Testsubjekte des Computer Intelligence Training and Enrichment Center. Aber nennen wir es doch einfach den Hub. Alle Team-Teststrecken beginnen im zentralen Hub. Von hier geht es dann zur neuen Teststrecke. Hau doch nicht so feste. Schritte insgesamt. Du bist schon mehr gelaufen als ich. Ja, guck dir auch mal bitte meine Schritte an. Kommt jetzt mal bitte. Ja, hier ist die 1. Da. Dann ist das nicht mehr lustig. Fangen wir an. Muss ich auch richtig in die Mitte stellen. Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Jetzt gehe durch die andere Türchen.
Da, Glas geht nicht. Dann stell du dich hier drauf. Ah. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Ja, ist klar. Yay! Platt hier zum Lachen. Ach, warte, bleib mal stehen. Wir haben das mit dem Portal genau schon gemacht. Okay. Ja. Oh, so. Bitteschön. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich. Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. So, das ist die Ordnung in Einzelteilen. Gut zu wissen. Ja, mein Bauplan. Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Da ist ja gut. Weg. Da Super. Bist du ja wieder, wie neu. Ah, warte. Drück nochmal den Knopf. Oh. Erfassten diese Kameras Momente höllischer Schmerzen und Qualen von Testsubjekten. Wenn die Testsubjekte überlebt haben, konnten sie die Fotos für $5 kaufen. Starben sie, erhielten ihre Angehörigen die Bilder kostenlos. Die Fotos waren nicht so beliebt, also erhielten die Kameras einen neuen Zweck. Also der hier ist für X. Der Schalter. Nein. Der hier oben. Wählen wir die beiden aus. Müssen? Glaube ich, alle annähernd gleichzeitig drücken. Ja. Siehst du? Sag ich doch. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Und ich bin viel schöner. Ja, nee, ist klar. Ja. Peabody ist nicht so schön. Ich weiß gar nicht, wie der Runde heißt. Atlas. Genau. Sofern Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Tests potenziell tödlich. Angesichts des bisherigen Verlaufs wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Ja, ein bisschen weiter. Muss ja ein gelbes noch justieren. Warte, nee, nee. Doch, kann. Hättest du auch mit dem gelb. Ja, ja, ja. Jetzt. So, jetzt hast du deine beiden anderen. Wisst ihr, was mich zum Lachen bringt? Der Gedanke, dass ihr damit aufhören könntet.
Nö, Gladys, dann ist es doch langweilig. Diese Klatscherei ist doch eine wahre Errungenschaft. Oh oh. Schnell wieder hoch. Jetzt, warte. Du musst die jetzt mit dem Laser wegbritzeln. Ich weiß. Was soll das? Monster. Hier vorne sind auch noch zwei. Jo. Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch mich kaputt, nicht wichtiger Rutsche. Als ihr für mich. Okay. Jetzt muss der Laser hier hin. Ja, Achtung. Aber anders, weil da muss er rein. Okay, ja, gut. So, jetzt muss der muss da irgendwie. Ach ja. Achtung! So, und deins kommt jetzt. Ja. Arsch. Guck mal. Ey. Eins. Da liegt noch eins. So, Pech gehabt. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Hast verloren. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Aufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Keine. Yeah. Haha. Also der Laser muss irgendwie gelenkt werden, weil hier ist... Okay. Ja, ich weiß. Das kenne ich noch. Ja, da kommst du nicht durch. Da kommt man nicht durch mit den Portalen. Doch. Eins weiter. Ups. Blue, du hast Orange gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du 14 Kollaborationspunkte. Ich hab schon. Klar. Bringst du dich um und du kriegst noch Punkte. Oder auch nicht. Rechts? Von dir oder von mir aus? Also, warte. Jetzt hier? Nee, guck nicht mich an, guck einfach jetzt geradeaus. Über den Block. Ja. Jetzt zu der weißen Wand. Okay. Runter. Ja. Und jetzt runter. Rein? Das ist der Dingsblock. Wunderschön. Nee, raus.
oder? Warte mal. Ja, ja, nur wie? Jetzt. Hinter dir. Stehen bleiben, zurück. Ja, ich kann ja nur hoch oder runter, dann bewegt sich alles hoch oder runter. Ja, warte, lass mich nochmal. So nochmal. Ja. Du hättest dein gelbes setzen müssen, nicht dein rotes. Jetzt hast du nämlich hier hinten keins mehr. Ups. Jetzt hast du den Würfel kaputt gemacht. Der ist nämlich da drunter jetzt. Toll. Nee, geh mal raus. Nee, rein. Jetzt hab ich's. Wie du den Würfel wieder kriegst. Raus. Blue Orange ist kein Mensch. Die Vertrauenslektion ist nur einmal nötig. Blue wird ein Kollaborationspunkt abgezogen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ist doch von alleine gestorben. So. Da unten ist nämlich der Würfel. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. So. Runter mit mir. Ach, du bist schon da oben. Mach doch was. Was? Weiter runter geht's nicht. Du musst wieder außen rum. Halt andersrum. Hast du denn jetzt ein Portal gemacht hier auf der Seite, damit du gleich mit dem Würfel zurück kannst? Nee. Aber du kannst, mach oberhalb des Geld. Ja, oder so. Ja. Du musst einmal da rein. Weil da auf der Ecke kommst du ja nicht zurück. Blue, das ist grausam. Blue erhält 25 Kollaborationspunkte. Nee, du kriegst wieder 10. So, ich hab jetzt hier ein Geld. Ja. Nee, ich sag's mal. Ich mach die ganze Drecksarbeit und du kriegst die Punkte. Jetzt mach da dein rotes hin. Ja. Ey, aua! Aua! Au! Da muss er hin. Da. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Blue, du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Winke, winke. Winke, winke, tanke, winke. Hallo, hallo. Hallo. Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Aber wenn es das wäre, dann würde Blue gewinnen. Ist aber keiner. Ich würde sagen, bevor du weitermachst, Teddy. Ja. Das war's mit der ersten Folge. Bis morgen. Tschüss.